Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Play Shakes and Fidget. 6 Tage ist es her, dass ein Video gekommen ist. Das lag größtenteils daran, dass ich die letzten 4 Tage mit meiner Freundin verbracht habe und deswegen weniger Zeit für Shakes and Fidget hatte. Und ich denke, das ist verständlich. Aber jetzt bin ich zurück und ich kann selbst nicht glauben, was alles in der letzten Zeit so passiert ist. Ja. Bevor wir generell zum ganzen Gameplay hier auf W7 kommen, gucken wir doch mal, was so im Forum los ist. Ich denke, die meisten haben es sicher eh mitbekommen bei anderen Let's Playern oder generell vom Forum von anderen Spielern. Es wird ein neues Update geben. Als allererstes wird es zu Ostern, also vom 25. bis 28. März, ein sogenanntes 5-Fach-Event geben. Das heißt, mehr Gold, mehr Erfahrung, mehr Pilze, Epic-Event und Pilzaktion, was natürlich sehr, 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 sehr schön für uns alle ist. Das heißt, da werden richtig Level gemacht. Und ein neues Update, nämlich, wie ihr es dem Bildschirm schon entnehmen könnt, wird es Pets geben. Es werden Pets kommen. Ja, da gibt es nicht, ich weiß nicht, es wird noch nicht viel gesagt. Man wird gesagt, dass man Pets finden kann. Zu den Elementen Feuer, Wasser, Erde, Licht und Schatten. Und dass diese auch die eigenen Fähigkeiten verbessern können, die uns helfen in Dungeons, eigene Dungeons haben. Und ich bin echt gespannt, was genau da kommt. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Die einzige große Frage, die ich mir stelle, wird es wieder pilzintensiv, ja oder nein? Ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine Möglichkeit geben wird, da wieder was zu pilzen. Das ist natürlich wieder nicht so toll, aber ich hoffe, dass natürlich für alle, die nicht pilzen, sehr schön, ja, das Update wird. Dass es da klappt, dass man da nicht zu hart pilzen muss und auch, dass die Pilze nicht einen zu großen Vorsprung durch dieses Update wieder bekommen werden. Und trotzdem freue ich mich, in den kommenden Wochen möchte hier mehr released werden und ja, okay, ich bin gespannt, ich freue mich drauf und willkommen zurück auf Server W7. Ich bin Stufe 80, fast 81, habe 45 Dungeons und ja, wir haben die ersten 2 Raids gemacht. Die kann ich leider wahrscheinlich nicht mehr sehen, doch hier, bap, die 6,5 Weltmeere und wo ist der zweite? Ich glaube, das war schon der zweite, ja. Hier ist der erste, hatte ich nicht sogar, nein, hatte ich nicht gezeigt. Hier, bam, das ist der erste Raid. Ich muss kurz wieder Ton anmachen. Da sieht man es kaum, haut hier die ersten Gegner alle wunderschön weg. Hier, bam, Sweetwood, sensationell, Flows Too Much, Stigner, Knormaster, Elva, der Luke, Revenge Thrift gegen den Quietschquellentor, Buster Rhymes, Smack Rap, Gillette, Flash of Saradigma, Sasuke Lottel P, Rekord, Trottelbecher, Knischka, Jur, Dings. Ja, Keks. Und der Chef haut ihn um. Und weil es so schön war, gleich noch einen hinterher. Hey, wieder Kompa haut hier die ersten Gegner easy peasy weg. Dann kommt der Jet Sky, Sweetwood, yes, Batman. Sensationell, Knomaster, Flossimatch, Felix, Elva, Buster Rhymes, Gillette, Sasuke, Bableo, Moff, Revenge, Swift, MacRap, Luke, Flash of Zerrigma, Rekord, ATP, Trockenbecher, Infix, Herr Keks, mach das Ding. Und da ist der Klabauter Kahn ist tot umgefallen. Und gerade eben habe ich noch den dritten Raid gestartet. Damit haben wir aktuell 92% auf Goldschwarz und 104 auf Lehrmeister. Das heißt, wir brauchen noch gute 6 Stufen, die wir hier ausbauen können. Aber da fehlen leider ein paar Pilzchen. Aber ist nicht so schlimm, denn Lehrmeister ist gemaxt und die paar Prozente Gold können wir verkraften. Und ich denke mal, mit der Zeit werden wir auch die bekommen. Oh, Stück auf. So, machen wir hier mal einen Kampf gegen einen Geschicklichter. Ne, dann werden wir natürlich verlieren. Und ja, unsere Durchschnittsstufe ist mittlerweile auf 60. Ritterhalle auf 256. In der Festung geht es voran. Ich habe mittlerweile die Schatzkammer auf 7 und habe die Akademie ausgebaut auf Stufe 6. Arbeiterquartier ist auf 7, das ich als nächstes vorhabe auszubauen. Dafür werde ich gleich hier ein paar Angriffe starten. Ja, wieder kein Glück hier.
und versuche dann hier schnell irgendwie die 8000 Gold zusammen zu bekommen, was aber nicht so einfach ist, weil hier mir keine Gegner mehr angezeigt werden, mit denen ich mit nur einem Soldaten gewinnen kann. Hier habe ich wieder gewonnen, hier 619 Steine bekommen. Ich glaube, die Soldaten, die ich eingesetzt habe, haben mittlerweile schon mehr gekostet, wie das, was ich gefunden habe. Und hier wieder 120 U, das ist ja fast nichts, aber besser als gar nichts. Okay, ja. Ja, Terra, du bist so lustig. So, hier, nee, 224 Stein kosten die ganzen, deswegen, ja, hat sich doch gelohnt. Zwar nicht viel, aber besser als nichts. So, also, wir fassen zusammen, es läuft. Wir freuen uns auf das Update. Und ja. Bis zum nächsten Mal.